Ja, herzlich willkommen, liebe FC-Fans. Eine neue Folge von FCS-TV aus dem Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald. Heute haben wir uns auf die Terrasse zurückgezogen im Erdgeschoss und sprechen mit einem unserer Führungsspieler, Julian Günther Schmidt. Servus und herzlich willkommen. Servus, hi. Julian, das ist ja mit Sicherheit nicht dein erstes Trainingslager, deswegen mal die Frage an dich, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ihr seid am Samstag mit einem Sieg gegen den KSC hier, hat das geholfen? Ich glaube, der Sieg, ob der jetzt so enorm geholfen hat, ist, glaube ich, ein bisschen zweitrangig in der Vorbereitung. Es tut natürlich immer gut, wenn du gegen den Zweitligisten gewinnst, vor allem da die natürlich schon auch ihren finalen Test hatten. Die Stimmung ist, glaube ich, richtig gut. Wir haben Zeit zusammenzufinden. Wir hatten dieses Jahr auch nicht so viele neue Spieler oder so einen großen Umbruch wie letztes Jahr. Daher kennen sich die meisten Spieler schon und haben dann auch mal einen Abend bekommen, wo wir als Mannschaft dann mal Zeit zusammen verbringen konnten und auch die neuen Spieler dann ihre Lieder singen durften zum Einstand. Und ich glaube, wenn man sich hier umschaut, die Bedingungen, die man vorfindet, die sind absolut überragend und da kann die Stimmung eigentlich nur noch gut sein. Das heißt, Teambildung stand im Vordergrund, ihr wächst noch ein bisschen mehr als Truppe zusammen. Ich habe gestern den Trainer gefragt, die Trainingsqualität scheint auch deutlich höher zu sein als letztes Jahr, weil einfach auch mehr Breite auf dem Platz ist. Wie siehst du das? Ja, ich glaube nicht nur Teambuilding steht hier im Vordergrund. Wir haben natürlich auch Einheiten, in denen wir jetzt gerade auch in der Phase, wo wir uns in der Vorbereitung befinden, auch an der Taktiken, an den taktischen Feinschliff arbeiten können. Und ich sehe es auch so, dass wir uns punktuell super verstärkt haben und auch die Qualität in den Einheiten und auch der Konkurrenzkampf ist einfach deutlich größer und somit muss jeder auch noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Dementsprechend, kann ich da recht geben. Und nichtsdestotrotz, wenn du hier, glaube ich, 5 Tage zusammen bist, ergibt sich das mit dem Teambuilding ja automatisch. Von dem her, kann man sich bis jetzt nicht beschweren. Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, Konkurrenzkampf. Der ist natürlich dann härter als letztes Jahr, so wie ich das so von außen betrachte. Wie kriegt man trotzdem dann das Mannschaftsgefühl hin, wenn jeder dem anderen sein Konkurrent ist? Ja, momentan ist ja noch die Zeit von der Vorbereitung. Es sind noch keine Pflichtspiele da, das wird man dann sehen. Aber ich glaube einfach, dass wir alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und charakterlich haben wir da auch eine super Truppe zusammen, was man bis jetzt beurteilen kann. Von dem her, denke ich doch, dass jeder auch den Anspruch hat, an sich selbst zu arbeiten und auch das Maximum rausholen zu wollen. Und nichtsdestotrotz ist es ein Mannschaftssport, das weiß jeder, der Fußball spielt. Von daher, glaube ich, haben wir auch durch die Charaktere und wie die Mannschaft aufgebaut ist, da bis jetzt auf jeden Fall keine Probleme. Die Erfahrung zeigt ja, am Ende werden wir wahrscheinlich jeden im Kader brauchen, gegen Ende. Trotzdem werden am Anfang einige auf der Bank sitzen. Naturgemäß, weil ja nur 11 Plätze zu vergeben sind. Jetzt ist das Spiel gegen Ferl ja nur noch 11 Tage hin. Steigt schon das Kribbeln so ein bisschen, wer denn auf dem Platz stehen wird und wer nicht? Ich glaube, jeder sehnt sich, glaube ich, den Saisonauftakt dabei, weil eine Vorbereitung ist immer lang und zäh. Und das Schönste ist dann auch, wenn es wieder um die Spiele geht, um die Punkte geht. Von dem her, glaube ich, fiebert man da jetzt schon auf jeden Fall auf das Fair-Spiel enorm hin. Und wer am Ende dann auf dem Platz steht, entscheidet der Trainer. Aber ich denke, jeder hat gut mitgezogen und jeder hat sich angeboten. Und dann ist es ja umso schöner, wenn es eine breite Auswahl gibt für uns, anstatt wir wieder, wir haben es letztes Jahr teilweise gesehen, wie schnell durch Verletzungen und oder auch krankheitsbedingt, wenn Spieler wegbrechen, der Kader dann kleiner wird. Und ich glaube, dass dieses Jahr nicht ganz so einfach passieren wird. Jetzt haben wir ja eine ungewöhnliche Saison vor uns, Mitte November schon Schluss. Das heißt, wir werden eine große Dichte an Spielen hintereinander haben, außer jetzt am Anfang, da haben wir jetzt das Pokalwochenende, wo wir leider nicht dabei sind, aber ansonsten sehr dicht. Hast du den Eindruck, dass jetzt im Trainingslager genug Kraft dafür getankt worden ist, dass wir das bis dorthin schaffen? Weil die Saison wird ja dieses Jahr anders aussehen. Ne? Ich glaube, 15 Spiele, danach ist Schluss.
Ich glaube, mit dem Einschnitt von der WM im November ist es eine speziellere Saison als gewöhnlich. Aber ich glaube, man hat am Samstag schon gesehen, dadurch, dass er im Spiel gegen Karlsruhe, dass wir, glaube ich, auch körperlich und athletisch auf einem guten Weg sind. Und für Karlsruhe war es, glaube ich, der letzte richtige Härtetest. Die sind jetzt in der normalen Woche, am Wochenende geht das Spiel los. Und von uns war es noch quasi mitten in der Vorbereitung. Dementsprechend hat man da auch schon gut gesehen, dass wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind, auch was die körperliche Fitness angeht. Und ja, in der Vorbereitung legst du halt einen Grundstein, sag ich mal, für die Saison. Aber ich glaube auch da, dass wir da ordentlich dran gearbeitet haben und auch die Athletiktrainer und das Athletikteam da ihre Arbeit gut geleistet hat. Jetzt haben wir noch zwei Spiele in dieser Woche, morgen gegen Oberachern und dann am Samstag vor unseren eigenen Fans. Was können wir am Samstag von euch erwarten? Zu Hause gegen Köln 2, letztes Spiel vor der eigentlichen Saisoneröffnung. Ich hoffe, dass wir einfach nochmal einen Schritt weiter nach vorne machen in unserem Spiel, dass wir die guten Ansätze vom Karlsruhe-Spiel dann auch dorthin wieder übertragen können, dass wir vielleicht aus den paar Drangphasen, die der KSC dann doch auch mal wieder hatte, dass wir da unsere Schlüsse draus gezogen haben, das dann auch verbessert haben. Und ich hoffe einfach, dass wir dann da nach dem Spiel auf jeden Fall auf einem guten Weg sind und sagen können, wir können mit breiter Brust jetzt in die Saison starten. Jetzt gehörst du ja zu den Spielern, die sehr reflektiert sind, immer sehr beherrscht. Es gab Ende letzter Saison so Begehrlichkeiten von anderen Vereinen. Dann gab es ein klares Bekenntnis des Vereins zu dir, unverkäuflich. Das war schon eine große Bezeugung der Wertschätzung dir gegenüber. Wie siehst du deine Rolle in der nächsten Saison? Wie kannst du jetzt gerade, wir haben auch viele Junge dabei, wie kannst du da einwirken, dass wir uns da auch nach vorne entwickeln mit unseren Talenten? Ja, zunächst hast du ja schon richtig gesagt, es ist immer ein, glaube ich, ein enormes Lob, wenn ein Verein so über einen Spieler spricht. Das zeigt, dass man da auch als Spieler dann eigentlich einiges richtig gemacht hat. Und das freut mich dann auch sehr, wenn sich ein Verein so zu einem Spieler bekennt. Und die zweite Frage ist, glaube ich, war mit, wie ich mit Jungen ein bisschen ranführen kannst im Training. Ja, ich glaube, wir haben da mit unseren jungen Spielern gute Qualität dabei. Andy Breuer mit 16, das erste Profi-Trainingslager. Ich glaube, das haben die wenigsten Spieler von uns in dem jungen Alter mitgemacht. Und der ist auf einem super Weg. Luca ist unangefochten so ein bisschen in der Mannschaft. Ich glaube, jeder weiß, was für eine Qualität und was für ein Talent Luca hat und wie sehr er uns helfen kann. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seine eigene Leistung immer gut einbringt. Und das müssen die jungen Spieler lernen, einfach ihre Leistung konstant aufs Feld zu kriegen, in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel. Und solange deine Leistung passt, hast du auch immer gute Argumente, dass du dann spielen kannst. Und wenn du selbst bessere Leistung bringst, hilfst du natürlich auch der Mannschaft dann immer mehr. Ja. Ihr kriegt ja mit, unsere Fangemeinschaft hat eine unheimliche Vorfreude auf die neue Saison. Spürt ihr da einen besonderen Druck oder sagt ihr, das gibt uns noch mehr Motivation, Gas zu geben, unsere Ziele zu erreichen? Ich glaube, von einem Druck jetzt zu sprechen, ist, glaube ich, das Falsche. Ich glaube, die Neuzugänge haben im Spiel gegen Pirmasens gesehen, dass in der Region und auch in Saarbrücken eine Euphoriestimmung ist und dass wir bei einem Traditionsverein spielen, bei dem viele Menschen sich dafür interessieren, wie wir spielen. Und ich glaube, das sollte jeden von uns einfach nochmal pushen, dass die Stadien dann oder dass das Stadion dann auch voll ist und dass wir den Zuschauern und den Fans dann auch immer einen Teil zurückgeben können. Aber ich glaube, jetzt von einem Druck zu sprechen, ist, glaube ich, das Falsche. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dir alles Gute, bleib gesund und eine gute Saison. Vielen lieben Dank. Bis bald. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, liebe FC-Fans. Nochmal der Hinweis, am Samstag im Sportfeld gegen Köln 2. Da sehen wir uns alle in alter Frische wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.